Es ist schon ganz schön lang her, da hat der Kaiser Augustus angeschafft, dass alle Leute in seinem Reich gezählt werden sollen, damit sie brav Steuern zahlen können. Das war das allererste Mal, dass sowas gemacht worden ist. Und das war auch gerade da, wie der Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle sind hingegangen, dass sie sich eintragen lassen. Jeder da, von wo er herkommt. Auch der Josef hat sich auf den Weg gemacht. Von Galiläa aus, von der Stadt Nazareth, hat er sich aufgemacht nach Judäa, in Davids Stadt, in das kleine Dorf Bethlehem. Weil er war nämlich aus der Sippschaft vom König David. Und drum ist er da hingegangen, damit er sich auch eintragen lässt. Und mit ihm war Maria unterwegs, seine Verlobte. Die war schwanger. Und wie es nachher angekommen waren, war es für Maria schon Zeit, dass das Kind auf die Welt gekommen ist. Sie hat einen Sohn gekriegt, ihr erstes Kind, hat ihn in Windeln eingewickelt und in eine Krippe eingelegt, weil in der Wirtschaft haben sie für die drei keinen Platz mehr gehabt. In derer Gegend waren auch Hirten auf dem Feld, die haben bei der Nacht auf ihre Schafe aufpasst. Und auf einmal ist ein Wahnsinnsleuchten vom Himmel gekommen und ein Engel ist runtergestiegen und da haben sie sich sauber gefürcht. Aber der Engel hat gesagt, braucht's euch nicht fürchten. Ich habe eine frohe Botschaft für euch und für alle anderen auch. Heut ist euch der Heiland geboren, in David seiner Stadt, Christus, der Herr. Und jetzt sage ich euch noch, wir sind erkennt's, wenn's ihn sieht's. Ihr werdet ein Kind finden, grad frisch auf die Welt gekommen, in Windeln eingepackt und in einem Krippel liegt's drin. Und mit einem Mal sind neben dem Engel ganze Heerscharen andere Engel auftaucht, ein Riesenhaufen Engel, alle, die was im Himmel wohnen und das machen, was Gott ihnen anschafft. Und nachher haben sie gejuchzt und frohlockt. Groß ist Gottes Herrlichkeit im Himmel, haben sie gesungen. Sein Frieden hat er euch abgeschickt auf die Welt, zu alle Leid, die er sie ausgesucht hat und die er lieb hat. Wie nachher der Engel wieder zurück im Himmel waren, haben die Hirten gesagt, pack mal's, Burm, das schauen wir uns an, was da in Bethlehem passiert ist. Sie sind hingerast und wie es am Stall angekommen sind, haben es Maria und Josef gleich gefunden und bei ihnen das Kindl im Krippel drin. Und wie sie es gesehen haben sie alles verzeiht, was ihnen der Engel gesagt hat über das Kind. Und alle anderen, die auch dabei waren, haben sauber gestaunt über das, was ihnen die Hirten da verzeiht haben. Maria hat ganz genau zugehört und hat alles in ihrem Herzen aufgehoben und hat viel drüber nachgedacht. Die Hirten sind wieder heim zu ihren Herden und haben frohlockt und waren Gott dankbar für alles, was sie gehört und gesehen haben. Und alles ist genau so passiert, wie es ihnen der Engel verkündet hat.